Wie du deine Süßigkeiten an deinen Eltern vorbeischmuggeln kannst? Süßigkeiten, ihr seid jetzt drin. Was? Keine Süßigkeiten. Hier, isst dein Obst. Es ist gut für dich. So, ihr seid nicht sauer. Ich habe etwas Besseres für uns versteckt. Ohne Leckerbissen klappt dein Familienausflug nicht. Beeilt euch, Mädels. Bleibt dran. Wenn die Mutter die gesundheitsbewusste Ernährung der Familie streng überwacht, weiß ein Vater ganz genau, wie er seine geliebten Töchter erfreut. Schaut mal, was für einen Bären ich für euch gewonnen habe. Das Wichtigste ist, seine Frau rechtzeitig abzulenken. Hier gibt es eine Überraschung. Was für eine denn? Ein ganzer Bär voller Süßigkeiten. Lecker. Unser Papa ist der Beste. Zoe, das ist eine brillante Idee. Ruhe, Mama kommt. Meine Lieben, ich habe euch das Mittagessen gebracht. Genießt euer Essen. Wow, lässt es Mama wirklich zu, dass wir etwas Ungesundes essen? Na, wir waren so naiv. Ist schon gut. Wir waren darauf schon vorbereitet. Es ist gut, dass Mama nichts bemerkt hat. Hm, das ist schon besser. Das ist so lecker. Habt ihr euren Snack auch gegessen? Dann lasst uns gehen. Wir sollten etwas gesünder werden, indem wir die Zeit in der Natur verbringen. Esst, Babys. Schon wieder Mamas gesunder Salat. Papa, Plan B. Verstanden. Ich sollte hier meine süßen Zutaten zufügen. Keinen Salat. Es gibt nichts, das besser schmeckt als Gummiwürmer. Niemand kann diese Süßigkeitenliebhaberinnen aufhalten. Mama, schau mal. Oh nein, nimm sofort das Zeug von mir. Wie zeigt man einem Mädchen, dass man es mag? Hilf ihr dabei, die Süßigkeiten vor ihren Eltern zu verstecken. Oh, Pommes. Danke, James. Ciao, ciao. Zoe, bist du hier? Hi, Papa. Woher hast du diese Blumen? James hat sie mir gegeben. Sie riechen komisch. Komm rein. Unsere Tochter ist schon erwachsen. Schöne Träume, mein Schatz. Gute Nacht, Mama. Das ist die hungrige Mary. Fangen wir an. Ich fange mit der Mitternachtssnack-Mission an. Scheinbar haben sich die Mädels dieses Mal sogar noch besser vorbereitet. Das Hähnchen ist am richtigen Ort, um es seiner Bestimmung zuzuführen. Der Plan hat funktioniert. Es riecht so gut. Töchter, vergesst nicht, dass Yoga an der frischen Luft zu machen sehr gut für eure Gesundheit ist. Ich bin so glücklich, dass wir so viel Essen in unseren Matten verstecken können. Fertig? Spürt die Freude, entspannt euch. Wie können wir uns mit leerem Magen entspannen? Mama sollte nichts davon bemerken. Was sind das für Schmatzgeräusche? Das war aber knapp. Es ist so lecker. Ja, nach so einem Snack fühlen wir keine Freude, sondern Glück. Ei,
Also, meine Töchter, seid ihr bereit zu lernen? Ich kann schon etwas fahren. Ich zeige es dir. Mach schon. Ich gehe etwas weiter weg. Ich esse etwas Leckeres. Gut gemacht, Mary. Süßigkeiten? Oh, meine kleinen naiven Süßigkeiten-Liebhaberinnen. Es sieht so aus, als würde jemand sein Süßigkeitenlager verlieren. Die Mädels haben scheinbar sehr viel Glück, da ihr Vater auf ihrer Seite ist. Wow, was für eine Überraschung! Bleibt nicht so lange draußen. Gut, Mama. Tschüss. Wie wäre es, wenn ihr euren fürsorglichen Vater umarmt? Mädels, macht euch fertig. Ich habe ein paar Leckereien für euch. Ja. Ellen, was stimmt mit dir nicht? Ich bin ruhig. Es ist nicht einfach für einen Vater, seinen Kindern Süßigkeiten zu geben, wenn ihre Mutter von einer gesundheitsbewussten Ernährung überzeugt ist. Das ist lecker. Aber die glücklichen Augen seiner geliebten Tochter sind jede Mühe wert. Das Wichtigste ist zu wissen, wann man aufhören muss, um nicht erwischt zu werden. Sei ruhig, sonst hört Mama uns noch. Manchmal braucht man eine blühende Fantasie, um die Süßigkeiten vor einer strengen Mutter zu verstecken. Unsere Idee sollte funktionieren. Wir haben alles bis auf das kleinste Detail durchdacht. Süßigkeiten in Blumentöpfen und Getränke in einer Gießkanne. Mama wird das nie herausfinden. Ich glaube, sie kommt. Macht das unschuldigste Gesicht. Aber Mama ist Mama. Sie weiß alles über ihre geliebten Töchter. Okay, ich sehe schon. Sie denken, dass sie mich überlisten können. Aber da liegen sie falsch. Oh nein, unsere Süßigkeiten. Also es wird Zeit, unsere Blumen zu gießen. Arme Blumen. Guter Versuch. Das ist nicht fair. Und woher wusste sie es? Jetzt zeige ich euch, wie man spielt. Zoe, Zoe, Zoe. Ich schaffe das. Bereite dich vor, Zoe. Los! Oh, scheinbar ist Tennis nichts für sie. Aua! Wow! Oh, mein süßes kleines Mädchen. Böser Ball. Tut mir leid, Schatz. Schatz, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um sie. Schatz, möchtest du etwas Leckeres? Ich möchte gar nichts. Oh, Süßigkeiten. Danke, Papa. Herr Rogers weiß genau, wie er seine Tochter aufmuntern kann. Geh jetzt, du wirst das gewinnen. Meine Süßigkeiten müssen hier irgendwo sein. Ich weiß es, Marmelade. Das ist genau das, was ich brauche. Fertig. Ups. Hallo, Mama. Guten Morgen, Süße. Süßigkeiten vor den Eltern zu verstecken, ist nicht einfach. Und das war ein guter Versuch. Diese Seife ist komisch. Sie klebt. Und riecht nach Erdbeermarmelade. Das ist Marmelade. Oh, diese Kinder. Mary! Die Eltern werden uns die Kekse bestimmt wegnehmen. Ich weiß, was wir machen müssen. Verstecke sie hinter deinen Gläsern. Gute Idee. Jetzt sehe ich aber nichts mehr.
Du musst mich an die Hand nehmen und führen. Auf unserer linken Seite ist ein Süßigkeitenladen. Hier ist ein weiterer. Oh, Papa ruft an. Hi. Kleine Süßigkeitenliebhaber würden alles für ihre Süßigkeiten tun. Aua. Aber manchmal können ihre Ideen auch gefährlich sein. Oh nein, die Kekse sind ruiniert. Wie versteckst du deine Lieblingssüßigkeiten vor deinen Eltern? Teile deine besten Ideen unter diesem Video in den Kommentaren. Hat dir unser Video gefallen? Dann gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Man sieht sich!